Hallo ihr Lieben, schön, dass wir uns auf diese Art und Weise sehen können in dieser besonderen Zeit. Gibt uns vielleicht Yoga ganz viel Möglichkeit, zu uns zu kommen und vielleicht ein bisschen mehr vom Außen im Innern zu sein, uns hier wohl zu fühlen und auch ein bisschen entspannen zu können. Schön, dass wir miteinander uns treffen auf der Matte. Komm in einen bequemen Sitz und richte deine Wirbelsäule ganz lang auf. Schließ gerne deine Augen. Nimm deine Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel und dann heb mal deine Schultern mit der Einatmung. Mit der Ausatmung lass deine Schultern ganz schwer sinken nach unten. Mit der Einatmung nochmal heb sie hoch und ausatmen, lass sie sinken und spür, wie sich deine Schultern entspannen können dabei. Atme ein, heb deine Schultern hoch. Aus, lass sie sinken. Dann bring langsam dein Kinn zur Brust. Atme ein, heb deinen Kopf und schau mit weitem Herzen zu deiner zur Decke. Und ausatmen wieder. Bring dein Kinn zur Brust. Mach den oberen Rücken gerne ein bisschen runter. Einatmen wieder, heb dein Herz und heb dein Kinn Richtung Decke. Ausatmend, mach dich rund, zieh das Kinn zur Brust, spür, wie die Schulterblätter ganz breit werden. Einatmend, wieder hebst du und diesmal spürst du, wie deine Schulterblätter sich zusammen an den Rücken ziehen. Und ausatmend kommst du in eine ganz natürliche, lange Aufrichtung. Nimmst deine Hände zur Seite und atmest ganz tief ein, hebst sie weit über den Kopf. Mit der Ausatmung schließt du deine Hände zum Herzen. Mit der Einatmung wieder hebst du deine Arme weit nach oben. Und ausatmend über die Seite. Jetzt lässt du sie tief sinken. Wieder einatmend hebst du deine Arme. Und ausatmend geschlossen ziehst du sie vor dein Herz. Und noch einmal heb dich, streck dich lang aus. Und dieses Mal dreh dich bitte zu deiner rechten Seite, nimm deine linke Hand ans rechte Knie, atme ein, zieh dich ganz lang, drück dich aus deinen Sitzbeinhöckern raus und ausatme, schau über deine rechte Schulter. Atme ein, heb die Arme wieder, ausatme, komm zur Mitte und dreh dich dann zur linken Seite. Diesmal lass deinen rechten Arm auf dein linkes Knie sitzen. Wieder atme tiefe ein, atme dich in die Länge und ausatmen, schau über deine linke Schulter. Einatmen, heb wieder deine Arme, komm zur Mitte und ausatmen, zieh deine Hände nochmal vor deinem Herzen nach unten. Atme ein, heb deine Arme weit nach oben, ausatmen über die Seite tief und dann gehst du mit deiner rechten Hand ein bisschen weiter zur rechten Seite, lass dein Ellbogen sanft sich beugen und einatmend hebst du deinen linken Arm weit nach oben, ziehst deine linke Flanke lang und lässt deinen linken Sitzbeinhöcker ganz schwer werden, dehnst dich weit rüber. Atmest hier in deine Rippenbögen ein, ziehst dich lang ein bisschen die Finger gucken und ausatmen, lass dich sinken. Einatmen, komm wieder zur Mitte zurück. Und leg nun deinen linken Arm Richtung Boden, marschier ein bisschen rüber, beug den Ellbogen und einatmend, heb deinen rechten Arm. Ausatmend, beug dich auch hier wieder zur Seite mit deinem ganz schweren rechten Sitzbein. Atme in deine rechten Rippen weit und tief ein. Und ausatmend nochmal, lass dich sinken. Und wieder heb dich raus, atme ein. Und dann bring deine Hände hinter deinen Rücken. Verklinke sie hinter deinem Rücken, beug die Ellbogen, zieh die Ellbogen, die Schulterblätter eng zusammen und einatmen, schieb deine Hände weg vom Po Richtung Boden, heb dein Brustbein. Ausatmen, löse deine Hände langsam wieder auf. Einatmen, schieb deine Hände weg vom Rücken, heb dein Brustbein. Ausatmen wieder, lass die Hände sinken. Und ein letztes Mal einatmen. Schieb die Hände weg, zieh die Ellbogen zueinander, vielleicht
berühren deine Hände jetzt den Boden. Dann drück dich weg mit deinen Händen vom Boden und heb dein Brustbein weit nach oben. Zieh dein Kinn ein bisschen mehr Richtung Hals ran und spür, wie dein Gaumendach sich weit Richtung Decke hebt. Löse dann langsam wieder auf und bring deine Hände nach vorne. Marschier mit deinen Händen sanft nach vorne und lass deinen Kopf ganz schwer werden, lass dich sinken. Atme hier ein, spür, wie dein Becken ganz schwer wird und du ausatmend weich wirst im Rücken, im Brustkorb, in den Schultern. Einatmend nochmal, hol dir hier den Raum, den Platz, in den du ausatmend sinken darfst. Langsam roll dich dann mit deiner Einatmung in einen Vierfüßlerstand hoch. Und ausatmend beginn dich ganz weich und geschmeidig in alle Richtungen zu bewegen. Vielleicht magst du mit deinen Schultern acht oder kreisende Bewegungen machen. Vielleicht möchtest du mit deinen Hüften auch hier Bewegungen machen, als würdest du auch hier eine Acht beschreiben wollen. Ganz weich. Und dann wieder mit der Einatmung ziehst du deine Vorderseite ganz lang, hebst dein Brustbein für die Kuhposition und ausatmen drückst du dich aus Händen und Fußrücken fest rund nach oben in die Katze. Einatmen, wieder. Gerne stell die Zehenspitzen auf, zieh die Hände so ein bisschen ran zu den Knien, weite die Vorderseite. Und ausatmen, runde den Rücken, drück dich weg vom Boden. Nochmal einatmen, heb dein Brustbein, zieh die Vorderseite lang. Und ausatmen, runde den Rücken, drück dich für mich weg. Geh weiter und schieb deinen Po Richtung Fersen. Von hier hebt dein Brustbein hoch und tauch wieder auf in den Vierfüßlerstand, die Kuhpose. Ausatmen, runde dich und schieb mit dem Po auf die Fersen. Einatmen, heb dich raus. Ausatmen, runde dich und der Po geht zu den Fersen. Einatmen, erneut, heb dich, zieh dich lang und stell die Zehenspitzen wieder auf. Und dann schieb dich zurück in deinen herabschauenden Horizont. Heb beide Fersen hoch. Und ausatmen, bring deine rechte Ferse zum Boden. Ganz genüsslich erde dich. Atme ein, heb beide Fersen hoch. Und ausatmen, schieb deine linke Ferse zum Boden. Nochmal, heb beide Fersen hoch. Und dann lass beide Fersen weich Richtung Boden schmelzen. Lass deine Knie sanft gebeugt und versuch dich aus deinen Händen kraftvoll wegzuschieben, sodass du Länge spürst in deinen Armen, in deinen Schultern, in deinen Flanken. Und diese Länge, die kommt in deinen Hüften an und deine Hüftaußenseiten schiebst du weit nach oben zurück. Die Fersen sind schwer. Kraftvoll sind deine Hände geerdet. Du spürst Länge. Der Kopf ist ganz weich und der Bauch fest nach innen gezogen. Atmest ein und kommst dann auf deine Zehenspitzen mit runden Rücken. Kommst du nach vorne in deine Planke. Du beugst deine Knie knapp über den Boden und schiebst dich wieder zurück in einen herabschauenden Horizont. Wiederfinde diese Pose. Leicht gebeugte Knie, kraftvolle Hände. Erneut, komm auf deine Zehenspitzen, heb die Fersen mit runden Rücken, komm nach vorne, in die Planke und ausatmen, beug die Knie bis knapp über den Boden und schieb dich einmal zurück, herab, schnurrt. Nochmal drück dich weg aus Händen und Füßen, mit gebeugten, weichen Knien, kraftvollen Armen, kraftvollen Schultern. Finde Länge, finde die Dehnung, finde die Weichheit hier, die Stabilität. Ganz bewusst tief aus und dann mit der Einatmung schau nach vorne und mit zwei oder vielen Schritten komm nach vorne zu deinen Händen und siehst,
Deine Hände entweder an die Schienbeine oder die Finger gucken zum Boden für einen langen geraden Rücken. Und ausatmend verbeugst du dich tief. Schüttelst dann den Kopf ganz locker. Und dann rollst du mit gebeugten Knien nach oben. Streckst dich ganz lang, die Arme gehen weit nach oben. Und ausatmend bringst du deine Hände zum Herzen. Du nimmst deine Füße einen Tick weiter. Und kommst mit deiner rechten Hand weit nach oben. Auf die rechten Zehenspitzen. Atmest dabei tief ein. Und ausatmend sinkst du. Der linke Arm hebt sich einatmend, die linke Ferse hebt sich und ausatmend sinkst du wieder. Nochmal, der rechte Arm hebt sich, die rechte Ferse hebt sich, die ganze rechte Seite wird lang und ausatmend sinkst du. Einatmend, heb links und ausatmend auch hier, sinke wieder. Bring deine Füße einen Tick schneller. Hüftgelenksbreit und finde wieder einen stabilen Stand. Tadasana, die Grundstellung. Spür, wie deine Füße sich verwurzeln, wie dein Bauch stabil dein Steißbein verlängert und dein Brustbein hebt. Auch hier deine Schultern ziehen sich ins Gelenk zurück und dein Gaumendach hebt sich weit nach oben. Du atmest ein und ziehst dich lang in den Berg. Und mit der Ausatmung verbeugst du dich tief. Einatmen für die halbe Vorbeuge. Die Hände gehen auf den Boden oder die Schienbeine. Ausatmen, verbeug dich erneut tief. Lass die Knie gern gebeugt, wenn es möglich ist. Einatmen, wieder komm zum Stehen, zieh dich ganz lang. Und ausatmen, bring diesmal deine Hände hinter den Rücken. Beug die Knie sanft. Einatmen, schieb deine Hände weit nach hinten weg und heb das Brustbein und verbeug dich. Dabei heb deine Arme zur Decke und zieh sie über den Kopf. Einatmen für einen langen geraden Rücken, Hände auf Schienbeine oder Boden. Ausatmen, steige rechts einen großen Schritt zurück. Einatmen, zieh dich hier ganz lang und ausatmen, schieb dich zurück herab, schau nach unten. Komm nach vorne, deine Planke, drück dich gut vom Boden weg. Spann dich auf zwischen Kopfkrone und zwischen Fersen. Der Bauch ist hier ganz fest. Und ausatmen, leg Knie, Brustkorb und Kinn zum Boden. Schwänge dich durch in die Bauchlage. Und nimm dann deine Hände bitte neben deinem Körper nach hinten. Lass die Handflächen zum Boden schauen. Spann dich in die Länge auf, die Beine fest. Und dann versuch dich von der Kopfkrone, von deinen Schultern, vom Handrücken, von deinen Fußsohlen, der Ferse zu heben. Zieh dich lang, spann dich weit auf. Die Höhe ist nicht so wichtig, aber spür, wie kraftvoll dein Rücken arbeitet, wie kraftvoll deine Schultern, deine Beine, dein Po arbeiten. Ausatmen, legst du langsam. Hände an den Brustansatz, drückst dich kraftvoll von den Fußrücken weg, hebst dich in deine Cobra und ausatmen und schiebst du dich zurück in eine Kindpose. Einatmen für die Kuh, komm nach oben und ausatmen, schieb dich zurück, herab, schau in den Mund. Heb dein rechtes Bein weit nach oben und ausatmen, beug dein Knie. Einatmen, streck dein Bein und ausatmen, steig nach vorne einen großen Schritt. Zieh dich lang hier, atmen und ausatmen, steig nach vorne, tiefe Vorbeuge. Komm zum Stehen, richte dich auf und ausatmen, nimm deine Hände hinter den Rücken. Einatmen, heb dein Brustbein, zieh die Hände weit nach hinten. Ausatmen, verbeug dich erneut tief. Einatmen, löse für die halbe Vorbeuge. Und steig links einen großen Schritt zurück. Atme ein, zieh dich lang, drück dich weg, die Füße vom Boden weg. Und ausatmend zurück in den herabschauenden Hund. Komm nach vorne, die Planke, atme ein.
Und erneut schieb die Kraft voll weg vom Boden. Spann den Bauch, die Hände, die Fersen, der Kopf in die Länge. Und dann ausatmen, legst du wieder Knie, Brust, Kopf und Kinn zum Boden ab. Erneut schwänge dich durch und bring dann deine Hände gerne neben den Körper oder gerne auch nach vorne. Auch hier spann dich wieder in die Länge auf. Die Höhe ist auch hier nicht so wichtig. Schau, dass die Handflächen zusammenschauen. Versuch deine Achselhöhlen zu heben und spann dich in die Länge auf. Atme ganz bewusst weiter. Tief ein, spür, wie der Raum entsteht. Und ausatmen kannst du dich hier aufspannen. Lang einatmen. Und ausatmen nimmst du dann deine Hände wieder an den Brustkorb. Die Fußrücken gehen fest in den Boden, die Schultern gehen hoch. Und du hebst deinen Brustraum wieder sanft für deine Kobra. Gerne auch wenig. Schau, dass dein Schulterbereich ganz locker und weich bleibt. Und ausatmen, schieb dich wieder zurück. Die Kindposition, die Hände weit nach vorne. Einatmen für die Kuh. Und ausatmen, herabschauen uns. Schüttel gerne deinen Kopf locker, schüttel gerne die Beine locker aus. Dann drück dich gut und kraftvoll wieder weg. Einatmen, hebt dein linkes Bein hoch. Und ausatmen, auch hier beug dein Knie. Nochmal streck dein Bein weit nach oben. Und ausatmen, steig bitte wieder einen großen Schritt nach vorne. Zieh dich lang, atme an, drück dich weg. Und ausatmen, steig nach vorn, tiefe Vorbeuge. Schüttel dich locker, immer wieder, lass Spannung gehen. Einatmen, komm zum Stehen, richte dich auf. Und ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Atme hier ganz tief durch. Und ausatmen, spür, wie du dich wieder verwurzeln kannst mit der Erde, mit dem Boden. Nochmal, atme tief ein. Und wieder mit der Einatmung, heb deine Arme, streck dich lang, ausatmen, bring deine Hände hinter den Rücken, einatmen, heb dein Brustbein und ausatmen, verbeug dich tief. Beug dann deine Knie bitte tief für den Blitz, den Stuhl und heb die Arme. Ausatmen, bring die Hände bitte zum Herzen und dreh dich zu deiner rechten Seite, leg den linken Ellbogen außen an dein Knie ab. Atme hier tief ein für die Länge und ausatmen. Einatmen, komm zur Mitte und ausatmend wechsel zur Seite, anderen Seite. Einatmen, auch hier zieh dich in die Länge und ausatmen, dreh dich auf. Einatmen, komm in die Mitte zurück und ausatmen, Hände zum Boden, steig rechts einen großen Schritt zurück. Einatmend in die Planke. Und wenn du möchtest, leg die Knie ab oder komm hier tief in Chaturanga. Leg dich gerne auf den Boden ab. Tauch für deine Cobra auf, Fußrücken sind abgelegt. Und ausatmen, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, stell dein rechtes Bein einen großen Schritt nach vorne. Ausatmen, der linke geht dazu. Einatmen, tauch zum Stehen auf und ausatmen, die Hände hinter den Rücken. Einatmen, heb dein Brustbein, ausatmen, verbeug dich tief. Für den Blitz beug die Knie, atme ein. Ausatmen, dreh dich bitte zur rechten Seite, linker Ellbogen rechts. Einatmen, komm zur Mitte. Und der rechte Ellbogen geht an den linken Oberschenkel. Einatmen, komm zur Mitte. Und ausatmen, Hände zum Boden. Der linke Fuß geht einen großen Schritt zurück. Einatmen, komm in die Planke. Und ausatmen, wieder lass dich sinken. Gerne tauch auf in die Kobra oder wenn du möchtest, auf den heraufschauenden Hund. Und ausatmen, schieb dich zurück.
Schau in der Wand, schüttel deinen Kopf locker, die Beine locker. Hebe als nächstes dein rechtes Bein weit nach oben und beug dein Knie. Öffne deine Hüfte. Beginn deinen rechten Fuß sanft zu kreisen. Streck dein rechtes Bein wieder weit nach oben und dehne deine Beininnenseite. Und ausatmend, schreib nach vorne einen großen Schritt. Drück dich kraftvoll weg vom Boden. Heb die Arme, heb dich raus. Ausatmen, bring die Hände zu deinem Herzen. Schau, dass du deine Beine kraftvoll zur Mitte zentrierst und dann öffne deine Arme ganz weit. Schau mal, dass du deine Finger aufspannst, deine Finger weit nach hinten, die Schulterblätter in den Rücken saugst. Und ausatmend, als würdest du einen ganz dicken Medizinballon atmen, greifst du nach vorne. Erneut machst du weit auf. Öffne und schieb dein Brustbein weit nach vorne. Ausatmen, beuge erneut. Greif einen dicken Ball, umarme ihn. Und einatmen, wieder mach weit auf. Stell dir vor, du könntest jetzt die ganze Welt umarmen. Auf deiner Matte, in deinem Wohnzimmer oder wo immer du bist, hast du ganz viel Verbindung mit allen Menschen um dich herum auf der ganzen Erde. Dein Herz ist weit und du kannst alles hier berühren mit dieser Bewegung. Löse dann langsam deine Hände wieder auf, bring deine Hände zum Boden und steig zurück am Schambrand. Heb dein linkes Bein bitte weit nach oben und von hier beug dein Knie. Kreis bitte deinen linken Fuß. Dann streck dein linkes Bein wieder weit nach oben, drück dich weg, zieh dich in die Länge und ausatmen, steig nach vorne einen großen Schritt. Erde dich gut und wieder richte dich auf. Schau, dass deine Beine kraftvoll im Boden stehen, sie zur Mitte ziehen, der Bauch fest ist und Steißbein langgezogen ist. Bring deine Hände noch einmal vor dein Herz und erneut weit und öffne. Und ausatmen, runde dich. Arm mach auf, weit. Und ausatmen, runde dich. Und noch einmal mach auf. Und runde dich. Bring dann deine Hände wieder tief. Und einen Schritt nach vorne. Verbeug dich tief. Greif deine Ellbogen. Nimm deine Hände, Füße gerne ein bisschen breiter. Und dann lass deinen Oberkörper ganz locker fallen und schwingen und schüttel ihn aus. Alles, was da drauf ist auf deinen Schultern, alle Unsicherheit, die wir vielleicht gerade spüren, lass sie gehen. Lass Lockerheit entstehen. Und dann bring deine Hände bitte zum Boden. Beug deine Knie, öffne deine Zehen dabei ein bisschen. Setz dich tief. Und bring deine Hände bitte an die Innenseite deiner Knie, die Ellbogen an die Innenseite deiner Knie. Und finde hier jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe, Gelassenheit. Beruhige deinen Atem wieder und schau, dass du deine Rückenmuskulatur aktivierst, dass du den Rücken lang ziehst. Den Beckenboden kraftvoll nach innen oben. Die Knie gegen die Ellbogen drückst und dann langsam sitzt du dich auf den Boden ab, nach hinten. Und ich habe mir die Decke mitgenommen heute, weil die Blöcke wahrscheinlich, wenn ihr welche daheim habt, gerne nehmt sie euch. Ansonsten rollt ihr euch die Decke einfach auf, dann könnt ihr euch ein bisschen erhöht hinsetzen. Und dann legst du bitte deinen linken Fuß zum Boden ab. Schaust, dass dein Fußrücken gut geerdet ist und stellst deinen rechten Fuß drüber. Hier zieh dich mal ganz lang und schau, dass du beide Sitzbeinhöcker gut erden kannst, in den Boden sinken lassen kannst. Und das ist hier eine wunderbare Übung, um wirklich Erdung zu spüren. So gerne lass deine Sitzbeinhöcker sinken hier. Vielleicht magst du einfach in dieser Pose bleiben. Und manches Mal braucht es auch viel,
dazu zu entscheiden, zu sagen, nein, hier bin ich, hier bleibe ich, ich muss nicht weitergehen. Ich muss nicht höher, schneller, weiter, sondern ich bin hier. Hier ist meine Übung oder hier spüre ich mich sehr deutlich. Bitte bleib hier, wenn es so für dich ist. Gerne, wenn du weitergehen möchtest, leg deinen Arm, deinen Ellbogen und dein rechtes Knie und versuch dich lang zu ziehen. Heb dich aus deinen Sitzbeinhöckern raus, bis nach oben in deine Kopfkrone. Und dann mit der Ausatmung dreh dich über deine rechte Schulter noch einmal. Und jetzt atmest du hier ganz tief ein und du spürst, wie eng das hier vielleicht ist, mit deinem Knie am Bauch. Aber du atmest genauso tief weiter. Du suchst dir jetzt überall die Atemräume, die es hier auch noch gibt. Die Möglichkeiten, die hier in der Enge noch sind. Und dann spür mal, wo kann man hier überall hinatmen, wo kann man sich überall Raum schaffen. Gerne dreh dich einen Tick weiter, lass dabei den Bauch gern fest, dann ist dein Becken gut geerdet. Und dann langsam kommst du wieder zurück. Drehst dich vielleicht, das gerne machen alle mit, in die andere Richtung. Vielleicht magst du deinen Rücken jetzt ein bisschen rund machen. Und dann gerne leg deine linke Hand so ein bisschen neben dich ab. Und jetzt stehen diese beiden Füße, das Knie und der Fuß übereinander. Und dann nimmst du deine rechte Hand ans Knie und schiebst jetzt dein rechtes Sprunggelenk gegen dein linkes Knie. Versuchst deinen Po ein bisschen nach hinten oben zu heben und spürst hier die super Dehnung in deinem Hüftbereich, Beckenbereich. Lass dein Herz ganz weich werden. Auch hier, wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir uns eingeengt fühlen, dass wir uns ängstlich fühlen, dann machen wir gerne hier zu. So ganz im Gegenteil, schau, dass du hier in deiner Praxis dein Herz weich machst und dass dein Yoga immer wieder die Praxis sein wird, dein Herz zu weiten, dein Herz für alles offen zu halten und dich nicht zu verschließen. Und dann löse langsam wieder auf, drück dich langsam weg. Und dann wechselst du einfach nur die Beine. Den rechten Fuß legst du ab, den linken stellst du drüber, die Hände gerne hier wieder. Und dann schau mal, ob das hier anders ist oder ob das gleich ist. Wir sind nicht rechts und links immer ganz gleich. Wir sind nicht die Blaupause von uns, sondern jedes Körperteilchen könnte ein bisschen anders sein als das andere. So spür dich rein, wie fühlt sich hier dein Knie, wie fühlt sich dein Sprunggelenk. Vielleicht ist es auch hier wieder so, dass du einfach sitzen willst und sagst, okay, ich bin hier gut, hier kann ich atmen, hier kann ich gut arbeiten in dieser Pose. Dann bitte gerne, mach das. Ganz, ganz gut, wenn man einfach seine Grenzen sehr genau einschätzen kann. Und wenn du möchtest, dann gerne versuch, den Ellbogen wieder drüber zu legen, den Arm anzulegen. Du ziehst dich wieder ganz lang und atmest aus, auch hier drehst dich weiter. Spür jetzt auch hier wieder diesen Raum, wie fühlt es sich hier an? Hier auf der Herzseite. Wie viel Raum kannst du in deine linke Seite jetzt atmen? Wie viel Platz geht da rein? Auch wenn es sich eng anfühlt. So ist immer das alles, was wir im Kopf denken, wie wir unsere Wahrheit selbst sehen, ist es eigentlich und nichts, was vielleicht von außen gegeben wird. Also manchmal kann auch der kleinste Raum genug sein und groß genug sein. Nütze all die Möglichkeiten, die du jetzt hast. Und ausatmen, komm auch hier langsam wieder zurück. Dreh dich noch einmal zu deiner rechten Seite. Mach dich rund, zieh den Bauchsack nach innen. Und dann legst du deinen rechten Arm nochmal ab. Nimmst die Hand auf dein Knie, schiebst dein Sprunggelenk gegen dein rechtes Knie. Du hebst auch hier dein Herz wieder weit und schiebst dich richtig gut raus. Eine gute Dehnung hier in deinem linken Becken-Hüftbereich. Lächel dir selbst zu. Atme ganz tief und beruhig deinen vegetativen. Und dann langsam löse auch hier wieder auf. Drück dich weg. Und dann nimm beide Beine nach vorne.
Schüttel deine Beine aus. Mach's ganz locker. Oftmals ist es so, dass wenn viel Spannung im Raum ist, wenn wir spüren, dass wir sehr viel Spannung in uns tragen, ist es noch wichtiger, Lockerheit zu spüren und sich auszuschütteln. So gerne lass Weichheit in deiner Bewegung sein, lass vielleicht einen gewissen spielerischen Aspekt, einen gewissen spielerischen Gedanken. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Haltet die Ohren steif, könnte man jetzt sagen, aber bleibt einfach stark. Bleibt bei euch und atmet ganz tief. Vielen Dank. Namaste.